Für mich ist es immer wieder schön, wenn ich Menschen begegne, die die Radiosendung hören, die wir machen, also die Bürgermedien irgendwie wahrnehmen, die einem auch einfach mal begegnen und sagen, hey, ich kenne deine Stimme aus dem Radio, das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Es gibt wirklich immer wieder sehr viele schöne Erlebnisse. Da gibt es immer ganz viele eigentlich. Das schönste Erlebnis, auch das schönste Teamerlebnis war bislang für mich beim Campusradio unsere Berichterstattung zur Wahl des Studierendenparlaments. Das Jubiläum vom Eine Welt Forum Münster, da haben wir wunderbar darüber berichten können. Man ist einfach froh und stolz, dass man ehrenamtlich dann am Ende so ein tolles journalistisches Produkt auf die Beine gestellt hat. Das hat mir sehr viel gegeben, dass man das eben auch weiter verbreiten konnte. Mein schönstes Erlebnis mit den Bürgermedien war auf jeden Fall die erste Radiosendung, die wir produziert haben. Das schönste Erlebnis eigentlich immer die neuen Erfahrungen zu machen, wie viele Menschen auch engagiert zuhören und wie viele junge Leute vor allen Dingen engagiert Medien machen. Ich finde das eine tolle Erfahrung. Man merkt, das haben wir selbst gemacht, das haben wir aufgebaut. Das ist dann eben was Besonderes, worauf man wirklich stolz ist nachher. Als ich den Radioschein gemacht habe und wir für Radio Malta unsere ersten Aufnahmen hatten. Mein liebstes Bürgermedienerlebnis ist tatsächlich, dass ich einen Preis für meine Sendung, Radiosendung, gewonnen habe. Das war natürlich ganz aufregend. Ja, das schönste Bürgermedienerlebnis, was ich hatte, ist in einer Förderklasse gewesen. Aus meiner Perspektive war es einfach unfassbar cool zu sehen, was da für Entwicklungssprünge stattgefunden haben. Zum Beispiel hinsichtlich des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls und natürlich auch hinsichtlich ihrer Medienkompetenz. Ich finde dieses Fallbeispiel eben so unfassbar schön, weil es zeigt, wie vermeintlich benachteiligte Gruppen durch Bürgermedien gezielt gefördert werden können.